In dieser Folge des Erfolgreich Verhandeln Podcasts zeige ich dir, wie du die Rabattfalle vermeidest und Kunden auch ohne Preisnachlass überzeugst. Weil zu oft greifen selbstständige Unternehmer zum Rabatt, wenn der Abschluss wackelt, und schwächen damit langfristig die Preisstruktur und auch den eigenen Wert. Ich zeige dir heute drei konkrete Strategien, mit denen du den Wert deines Angebots klar kommunizierst und nicht über Rabatt verkaufen musst. Und los geht's! Hallo und herzlich willkommen beim Erfolgreich Verhandeln Podcast. Hier ist wieder dein Host, Frederik Mathier. Und in der heutigen Folge ist der Fokus natürlich für alle Selbstständigen und alle Unternehmer, aber auch die, die halt im Sales arbeiten. Und dass das Thema Rabatt immer so ein Punkt, der jedes Mal zu Diskussionen führt. Und wenn du tiefer einsteigen willst nach dieser Folge, weil ich zeige dir heute, in dieser Folge wirst du besser verstehen, wie du Kunden gewinnen und gleichzeitig deinen Umsatz und dein Image, deinen Wert schützen kannst, das ohne Rabatt. Und wenn du tiefer einsteigen willst, dann sichere dir jetzt deinen Platz in meinem kostenlosen Verhandlungsbootcamp. Das kannst du dich anmelden unter www.verhandlungs-bootcamp.com. Und dort zeige ich dir in 4 Stunden die effektivsten Verhandlungsstrategien, mit denen du deine Preise nachhaltig und selbstbewusst durchsetzen kannst. Die Anmeldung zu diesem Online-Training ist kostenlos. Wenn du also selbstständig bist oder Unternehmer bist, melde dich heute noch an bei uns im www.verhandlungs-bootcamp.com. Und das Thema Rabatt ist immer ein riesen Thema. Und meistens, wenn ich mit Kunden beginne zu arbeiten, sei es im Mentoring zum Beispiel oder auch bei Trainings, höre ich immer mal wieder, dass die Leute sagen, ja, weißt du, in unserer Branche ist das leider so, das ist normal, das muss man haben und so weiter und so fort. Und ich nehme dich heute einfach mal mit, weil es gibt ein paar Sachen, die du berücksichtigen musst. Und meistens ist es so, und das ist der Punkt 1, den ich dir heute mitgebe: Wenn der Kunde direkt nach einem Rabatt fragt, dann hast du wahrscheinlich den Wert nicht klar kommuniziert. Weil es gibt ganz klare Studien, die zeigen, dass Kunden bereit sind, mehr zu bezahlen, wenn sie den Wert des Produkts oder der Dienstleistung klar verstehen. Dabei geht es darum, eben die Vorteile von deinem Angebot so zu präsentieren, dass auf der anderen Seite dein möglicher Kunde, dein Lead, ganz klar versteht, um was es geht. Das heißt, er erkennt sofort die Vorteile des Angebots, er hat das Gefühl, dass es eine Investition ist, statt irgendeinen Preis zu bezahlen oder Kosten zu haben. Dann musst du dir mal vorstellen, stell dir mal vor, du bist ein Coach, und anstatt Rabatte auf deine Sitzungen zu geben, musst du halt hervorheben, wie deine Methode langfristig Zeit und Ressourcen spart. Indem, dass dein Kunde zum Beispiel durch deine Methoden, durch deine Strategien langfristig halt so nachhaltige Lösungen hat und so viel davon profitiert und eben nicht den Preis rechtfertigst und der Kunde merkt, okay, es geht hierbei nicht nur um Stunden, sondern es geht hierbei halt auch um eine komplette Transformation, wo der Wert so groß ist, dass er halt im Vergleich zum Preis, dass der Wert so weit, also so groß ist, dass im Vergleich zur Investition der Mehrwert so groß ist, dass es gar keine Rolle spielt, was der Preis ist. Und es ist immer so, in einer Verhandlung, wenn es dann nur noch um den Rabatt geht, dann hat man irgendwo beim Wert das vergessen, ja, klarer zu kommunizieren, was ist denn der Vorteil gegenüber zum Beispiel Mitbewerbern, was ist denn zum Beispiel auch der Vorteil, genau mit dir zusammenzuarbeiten, und was hebt dich denn hervor oder was machst du anders, wo bist du besser? Weil wenn es dann am Schluss nur noch um Tagessätze, Stunden geht oder sonst irgendwas, dann musst du zurückgehen und den Wert besser kommunizieren. Weil wenn der Wert ganz, ganz klar ist, ne? Zum Beispiel, ich mache das so, wenn du bei mir ein Verhandlungstraining buchst, dann ist es natürlich so, wenn du ein komplettes, stell dir mal vor, du bist selbstständig, und jetzt nehmen wir mal mein Mentoring-Programm. Mein Mentoring-Programm
Das hat einen gewissen Preis und bei mir ist es ganz klar so, ich kommuniziere den Wert so, dass du am Schluss von diesem Mentoring, und zwar nicht nur am Schluss, sondern während dem Mentoring, viel mehr Umsatz machst durch meine Verhandlungsstrategien, durch meine cleveren Angebote, dass du so viel mehr Umsatz machst, dass der Preis vom Mentoring in keinem Verhältnis ist. Dass die Leute sagen, hey, das, was ich da monatlich bezahle für das Mentoring, ich kriege so viel mehr raus, ich kriege so viel mehr Wert raus und Wert eben nicht nur in Form von Wissen, sondern bei mir im Mentoring geht es halt mit den Selbstständigen sehr stark darum, wie kannst du deinen Umsatz erhöhen, deinen Gewinn steigern, deine Preise viel selbstbewusster verhandeln und durchsetzen. Und wenn du dann merkst, okay, das ist der Preis pro Monat für das Mentoring, unser Mentoring-Programm geht 6 Monate und die Leute bezahlen da pro Monat den Betrag X und darum muss ich immer ganz klar den Wert so hervorheben, dass das, was du rausbekommst, viel höher ist als das, was du zahlen musst. Und wenn das klar kommuniziert wird, dann ist es eben kein Problem, da jemanden vom Wert zu überzeugen. Also überleg dir mal bei deinem Business, bei deinen Produkten, Dienstleistungen, was könnte denn der Wert sein, dass du den so klar kommunizieren kannst, damit es dann eben nicht mehr um einen Preis oder um einen Rabatt geht. Und da immer mal zu überlegen, okay, was hat denn der Kunde davon, mit mir zusammenzuarbeiten? Was sind denn die richtig großen Pluspunkte, der Mehrwert, den er hat, den Nutzen? Dann hilft das sehr, halt da den Wert besser zu kommunizieren. Also wenn du jetzt gerade zuhörst und du immer solche Fragen hast zum Thema Rabatt, dann überleg dir mal, wie könntest du in der Verhandlung, vor allem auch beim Pitch, das besser verkaufen, dass der Wert im Vordergrund ist und nicht der Preis. Der zweite Punkt, den ich dir heute mitgebe, ist, anstatt Rabatte, die deinen Preis direkt zu reduzieren, dass du einen zusätzlichen Mehrwert anbietest, dass dein Angebot attraktiver macht, ohne deine Preise zu schwächen. Quasi noch was oben drauflegst, anstatt Rabatt zu geben. Zum Beispiel kannst du, nehmen wir mal an, das ist ein Servicevertrag, mit für eine Maschine oder so, dann hast du einen Servicevertrag und jetzt will der Kunde einen Rabatt. Und dann könntest du zum Beispiel on top ein kostenloses Check-up-Sitzung zum Beispiel nach den ersten 6 Monaten anbieten, statt den Preis zu reduzieren. Oder du machst, wenn du jetzt Dienstleister bist, machst du zum Beispiel noch eine Abschlussanalyse oder so, oder es gibt ein Follow-up-Gespräch, was du sagst, hey, beim Abschluss der Dienstleistung gibt es sogar noch ein Debriefing oder ich biete dir an, für dich und dein Team noch zusätzlich ein Q&A zu machen, anstatt den Preis zu reduzieren, was oben drauf zu packen, und das braucht dann auch immer ein Preisschild, weil die meisten vergessen, bei dem, was sie oben drauf packen, ein Preisschild hinten dran zu hängen. Dann weiß der Kunde ja gar nicht, was das für einen Wert hat. Und deshalb dieser Punkt, es ist viel wichtiger, Bonuspunkte statt Rabatte anzubieten. Das ist so ein Punkt, den ich auch bei mir im Mentoring-Programm mit den Leuten immer ausarbeite. Okay, wo hast denn du für Boni? Was kannst du oben drauf packen, anstatt einen Rabatt anzubieten? Und der dritte und letzte Punkt der heutigen Folge. Und wie gesagt, das sind nur ein kleiner Gruß aus der Küche, ein Ausschnitt von dem ganzen Input und Mehrwert, den du bei uns im Verhandlungsbootcamp passiert. Das passiert nicht nur, sondern das findet bald statt und du kannst das so viel mitnehmen, die Feedbacks der Selbstständigen und Unternehmer, die dabei sind und auch die Unternehmerinnen, die dabei sind, sind immer großartig und viele setzen direkt nach dem Bootcamp die Inputs um. Da spreche ich zum Beispiel über die 9 Punkte, wie du ein Angebot auch verhandlungspsychologisch so aufbaust, dass es die Kunden, dass es denen sehr gut gefällt und die das unbedingt haben wollen. Ich zeige dir, wie du ein profitables Netzwerk aufbaust, das dir immer neue Leads bringt, und ich zeige dir die besten Preisverhandlungstaktiken und Pricing-Strategien, die es gibt. Und einer davon war eben der Punkt 2 der heutigen Folge, Bonuspunkte statt Rabatte anzubieten. Wenn du dich noch nicht angemeldet hast, mach das unbedingt jetzt auf www.verhandlungs-bootcamp.com. Und der dritte und der letzte Punkt der heutigen Folge ist zum Thema Rabatte, dass es gar nicht um den Rabatt geht oft. Weil oft fehlt vielleicht auch dir der Mut, einfach Nein zu sagen. Weil Nein zu sagen ist sehr oft entscheidend, um langfristig deine Preise und deinen Wert
zu verteidigen. Gerade wenn du hochwertige Dienstleistungen und Produkte anbietest, signalisiert ein Nein zu Rabatten eben, dass du von deinem Angebot überzeugt bist. Es gibt sogar eine Studie dazu, die zeigt, dass Kunden eher geneigt sind, den vollen Preis zu bezahlen, wenn sie die Überzeugung und den Enthusiasmus und auch vor allem die Begeisterung von dir als Verhandlerin, als Verhandler spüren. Das heißt, du kannst da auch bei dir in der Vorbereitung üben, ein Nein positiv zu formulieren. Zum Beispiel könntest du das so machen, dass du sagst, hey, wir bieten bewusst keine Rabatte an, weil wir sicherstellen möchten, dass jeder Kunde den vollen Wert unserer Leistung erhält. Oder das ist bei uns der Preis. Ich kann dir zusätzlich zum Beispiel einen Monat Verlängerung anbieten oder etwas on top, aber eben keinen Rabatt. Und es ist meistens so immer, und vielleicht kennst du das auch, immer wenn ich mit Selbstständigen spreche, die dann das Thema Pricing haben, das Thema mühsame Partner, da kannst du auch die letzte Folge, die Folge 204 von den Triggerpunkten nochmals nachhören. Da habe ich das auch aufgenommen. Vielleicht hast du so den ein oder anderen Kunden, wo du seit Jahren Angst hast, da eine Preiserhöhung durchzubringen, weil du nicht Nein sagen möchtest. Und meistens ist es so, wenn ich die Leute dann frage, ist es dann ein Traumkunde? Ist es ein Kunde? Stell dir mal vor, Geld würde keine Rolle spielen. Würdest du mit dem Kunden weiterhin zusammenarbeiten oder ist vor allem der Umsatz wichtig, damit du mit dem zusammenarbeitest? Und das ist die Antwort meistens, ja, es ist der Umsatz. Den brauche ich jetzt gerade noch bis zum nächsten großen Auftrag oder was auch immer. Oder das ist so das Grundrauschen mit dem Kunden und so weiter. Und das ist dann eben auch genau der Mut, der fehlt, um Nein zu sagen, der Mut, der fehlt zu sagen, hey, ab 1. Januar ist das der neue Preis. Und das hilft dir halt einfach, selbstbewusst zu verhandeln, wenn du Nein sagst. Und dazu mache ich auch oft eine Übung, dass ich den Leuten sage, hey, macht euch mal eine Nein-Liste. Eine Nein-Liste, zu was sagt ihr Nein ab heute? Wo sind eure Grenzen? Wo ist eure, sag ich mal, so sogenannte rote Linie? Und wenn die Leute das mal aufschreiben, und vielleicht machst du diese Übung auch, mal aufschreibst, okay, zu was sagst denn du Nein in Zukunft? Vor allem, wenn es halt in diesem Bereich der Rabatte geht oder der Art und Weise der Zusammenarbeit, wo sagst du in Zukunft Nein? Und wenn du das vorher eben dir ganz klar festlegst, wo sage ich Nein, dann fällt es dir dann in der Verhandlung auch viel einfacher, diese vier Buchstaben auch selbstbewusst und auch positiv zu formulieren. Weil diese vier Buchstaben sind der Weg zu mehr Gewinn und mehr Umsatz, wenn du diese vier Buchstaben sehr konkret anwenden kannst. Und das ist genau das, was die Leute immer wieder sagen. Du, ich möchte selbstbewusster sein, ich möchte mich mehr durchsetzen. Und genau dieser Punkt, halt mal Nein zu sagen, ist genau das. Du zeigst dann auch dein Selbstbewusstsein, deine Sicherheit, weil du weißt, was dein Angebot für einen Wert hat. Was dein Angebot für einen Wert hat. Und genau, und deshalb ist es da wichtig, dass du mal dir das niederschreibst, weil ein Nein kann eben auch Vertrauen schaffen. Weil es zeigt deinem Gegenüber, deinem Verhandlungspartner, dass du zu deinem Angebot stehst und dass du von dir und dem Wert deiner Dienstleistung des Produkts so sehr überzeugt bist und deshalb da keinen Rabatt gibst. Packe lieber was oben drauf und geh nochmals rein und zeig dir, hey, was kostet das? Also was ist die Investition? Eben keine Kosten, sondern Investition. Und was ist der Wert, den du daraus nehmen kannst? Und ich nutze da zum Beispiel immer meine 9 Punkte, die es braucht, um ein Angebot eben verhandlungspsychologisch so aufzubauen, damit es sehr, sehr, sehr überzeugend ist. Und diese 9 Punkte zeige ich zum Beispiel auch im Online-Training vom Verhandlungsbootcamp. Gebt ihr da noch die besten Preisstrategien mit und die besten Preistechniken auch. Und das ist jetzt der Moment, zum Schluss dieser Folge, dich dort anzumelden. Und zwar beim www.verhandlungs-bootcamp.com. Wenn du jemanden kennst, der genau auch das Thema hat mit den elenden Rabatten, ich kann es nicht anders sagen, dann schick ihm doch diese Folge weiter, schick ihm den Link weiter, den findest du immer in den Shownotes, vernetze dich mit mir auf LinkedIn, dann schick dir den Link auch direkt zu, wenn du den in den Shownotes nicht findest, weil ich habe vor kurzem gehört, kein Mensch weiß, wo diese Shownotes eigentlich sind.
die sind bei dir unten in der Folge, einfach draufklicken, dann poppt so ein Text auf und da ist zum Beispiel bei mir jetzt der erste Link direkt zum Verhandlungsbootcamp, wo du dich anmelden kannst. Und sonst vernetze dich mit mir auf LinkedIn. Ich mache sicher die nächsten Tage ein paar Posts darüber und werde das auch immer weiter publizieren. Das heißt, Verhandlungsbootcamp wird auch in der Zukunft immer mal wieder stattfinden. Wenn du diese Folge zu einem späteren Zeitpunkt hörst, nach dem Veröffentlichungstermin, geh einfach auf die Webseite www.verhandlungs-bootcamp.com. Da findest du die aktuellen Daten und ich nehme dich zum Schluss der heutigen Folge mit. Und zwar ist es sehr wichtig und extrem wichtig, sogar überlebenswichtig für dich als Selbstständiger, als Unternehmer, dass du eben nicht zu viele Rabatte gibst. Es kann mal der Bedarf da sein, wenn du zum Beispiel einen Rabatt gibst, einen einmaligen, oder wenn du einen Rabatt gibst für ein ganz, ganz, ganz großes Projekt, was sehr viel auch Menge dahinter ist, wo du sagst, hey, das macht Sinn, weil ich Kosten spare durch mehrere, sag mal so, ähnlich gelagerte Tätigkeiten, wo du merkst, hey, das bringt was, dann kann das Sinn machen, aber nur, wenn es dann halt wirklich auch an der Entscheidung deines Gegenüber einen Unterschied macht. Das ist so einer der wenigen Gründe, wenn es die Entscheidung tatsächlich beeinflusst, dass man einen projektbasierten, einmaligen Rabatt gibt. Weil wenn du zu viele Rabatte gibst, fehlt am Schluss Geld in der Kasse. Deine Marge ist kleiner, es fehlt dir Geld zum Investieren, in dich zu investieren, in deine Mitarbeiter, in deine Firma, in dein Unternehmen und deshalb hast du wahrscheinlich Mühe zu wachsen, wenn du zu viele Kunden hast und du immer zu viel nachgeben musst und das kann dann irgendwann mal, kann dir das zum Verhängnis werden, wenn du zu viele Rabatte gibst und dich unter Wert verkaufst. Hey, schön warst du heute wieder dabei. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Pricing, viel Erfolg bei den Verhandlungen. Freue mich, dich bald live zu sehen im Verhandlungsbootcamp. Freue mich auch immer auf die Nachrichten auf Instagram und auf LinkedIn, die Vernetzungsanfragen. Wenn wir noch nicht vernetzt sind, unbedingt nachholen. Ich freue mich, dich bald live zu sehen bei uns im Verhandlungsbootcamp, beim kostenlosen Online-Training. Ich wünsche dir erfolgreiche Verhandlungen und bis zum nächsten Mal.